geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf meinem Kanal, diesmal mit Iron Man. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe das Spiel noch nie gezockt. Wir werden einfach mal sehen, wie das Spiel so ist. Damals hat es auf jeden Fall nicht so gute Bewertungen bekommen. Aber ja, für ein Angezockt reicht es definitiv. Und wie immer, Freunde, bei einem Angezockt, wollt ihr eine zweite Folge sehen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Es liegt an euch. Es liegt nur an euch und an eurem Feedback. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mal durch, oder? Let's go! Allein in einer Höhle, von Waffen umgeben. Geradezu poetisch, so ein Tod. Ah, jetzt geht er schon wieder los. Mach mal eine Pause, Shakespeare. Woran wird ein Mann gemessen? An den Früchten seiner Arbeit? An den Geheimnissen seines Herzens? An der Person, die er ist? Oder am Helden, zu dem er werden kann? Aus verschiedenen Einzelteilen, ja gut, die Story kennen wir ja, ihr habt es gesehen, es spielt die Story des Films nach, die kennen wir ja alle, Iron Man 1 haben wir alle gesehen, einer der besten MCU-Filme, der erste, der alles begründet hat, geile Sache auf jeden Fall. Hier sind Sie, schulden mir 50 Mäuse, er funktioniert. Ja, was Sie machen, machen Sie gut. Kein Wunder, dass man Sie kidnappen wollte, Sie hätten denen hervorragende Waffen gebastelt. Sie hauen ab. Ach ja, so einfach geht das nicht. Ich fürchte, man wünscht den Anzug. Tja, Pech. Da können Sie lange wünschen. Jawohl, Mark 1, Junge. Ich bin ein verdammtes Genie, Jensen. Dieses Herz gibt dem Anzug mehr als genug Energie. Sobald ich alle Systeme hochgeladen habe, müssen Sie Ihre Energiewerte mit Argusaugen bewachen. Warten Sie, ich hole uns hier raus. Alter Schwede, Junge. Wie ist die Sicht bei Ihnen? Ist das komisch, wie sich das steuert, Alter? Wow, wow! Ich werde jetzt Ihre restlichen Systeme hochladen. Ich fackel einfach die Leute ab, Alter. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel, verdammt? Oh, Alter, zuckelt es nur, wenn ich da über die Sand. Ich muss wissen, wie sich der Anzug hält, Jensen. Ich bin gerade fertig. Bänke klettern. Diagnostik jetzt sehen können. Stark, denken Sie an die Integrität Ihres Anzugs. Ich soll mir Gedanken machen? Ihr Herz sichert die Integrität des Anzugs. Eine kleine Ruhepause würde Ihnen gut tun. Pause machen ist nichts für mich jetzt. Alles klar, also die Synchronstimme von Tony Stark ist ja, ja. Also nicht nur, dass sie nicht die Originale ist, sondern dass sie auch einfach nicht gut ist. Okay, damit können wir die Leute verkloppen. Oh, da kommt ein fucking Panzer. Alter, das Spiel kommt übertrieben ins Ruckeln, Alter! Hab ich nur diesen Flammenwerfer? Wie stark dieser Anzug wirklich ist. Alles klar, machen wir. Geh mal weg, geh mal weg, 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 weg. Komm, 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 komm! Was? Alter, wie schnell muss ich denn drücken? Hallo? Alter, wie schnell muss ich denn drücken? Ist der zu schwer für mich, oder? Bin ich zu langsam? Ich bin zu langsam. Alles klar. Doppelfingertechnik. Aha. Alter, wie schnell muss man drücken, Junge? What the fuck, Alter? Ich heb das nie wieder hoch. Ist ja voll anstrengend. Au, au, au. Kurz Lebensenergie wieder aufleveln. Auffüllen. Holy moly, holy moly. Ah! Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm, dass der scheiß Flammenwerfer nur so kleine Reichweite hat. Alter, die machen mich platt. Au, 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 au. Ich muss da hin, ich muss da hin, ich muss da hin. Ey, du kleiner Pisser da oben. Mit seinem Raketenwerfer, ey. Supplementärenergiesysteme online. Ihr Herz macht irgendwann mal schlapp. Auf ihre Energie.
Alter, das Spiel ruckelt extremst. Ist die linke Leiste jetzt meine Energie oder diese Leiste unten, Alter, mit dem Herzschlag? Zielsystem hochgeladen. Jawohl. Funktioniert die Erfassung? Ja, das klappt. Er hat das nächste Ziel erfasst. Jensen, die sind außer Reichweite. Ich brauche Raketen. Das System müsste jetzt online sein. Woo, na endlich. Boah, das steuert sich so hakelig. Aber wir kriegen das schon hin, ey. Man würde sich ja heutzutage ein Iron Man Spiel wünschen. Ich meine, es kommt ja, Iron Man kommt ja im Marvel Spiel vor. Man muss ja auf jeden Fall, was man sagen kann, bei Anthem, dem Spiel, ist ja eines der wenigen Dinge, die gut sind. Ja, wirklich die Steuerung von diesen Javelins. Weil das hat sich schon mega Iron Man mäßig gespielt und sehr geil auch. Aber ja, wie gesagt, war das eines der ganz wenigen Sachen, die bei Anthem gut war. Mit der Optik. Da kommen mindestens 50 Millionen Dollar zusammen. Alles vom Schwarzmarkt. Höchst lukrativ. Verdammt, ich habe diese Waffen noch nicht gebaut, damit sich diese Fieslinge daran bereichern. Sie waren doch für... Sie wissen schon. Oh mein Gott, ist die Stimme scheiße, Alter. Schließlich wissen Sie ja, wie Sie an meine Waffen rankommen. Vielleicht wollten Sie was Revolutionäres, Mr. Stark. Etwas, was Sie bisher nicht verkaufen. Ich finde, die Waffen sollten einen neuen Verwendungszweck bekommen. Feuerwerk gefällig? Vergessen Sie doch die Waffen. Ihr Leben ist viel wichtiger. Ich bin es, der die Verantwortung für diese Waffen trägt, Jensen. Holy shit, Junge! Das Spiel ist so am Ruckeln, Alter. Ich sollte vielleicht eine Karriere als Techniker starten. Und die Stimme von ihm ist so scheiße, Alter. Es tut mir leid, wa? Aber die ist wirklich schlecht. Ja, ja, hinter mir. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Aber den muss ich kurz mal wegballern mit der Rakete. So, jetzt kommst du dran. Was sind das für Jungle Drum Music Stücke hier gerade, Alter? Was ist da los? Ist hier sonst noch irgendwas? Ne. Boah, ich kann es kaum erwarten, bis wir endlich losfliegen können, aber das müssen wir natürlich erstmal schaffen. Wir müssen erstmal abhauen. Alter Junge, zieh dir das rein! Er kommt gegen den Felsen und spackt komplett ab, Alter. Aber wo sind sie denn jetzt? Zack. Oh, dass du immer so lange warten musst, um eine Rakete abschießen zu können. Skat? Aha! Ja, warum hat er den nicht anvisiert? Hallo? Toni! 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 Ah, jetzt. Waren das jetzt alle? Oder was geht ab? Einfach weiterlatschen? Einfach weiterlatschen. Alles klar. Holy shit, was war das denn? Durch die Felsen markiert. Ey, die haben einfach gar keine Chance. Ich bin so übermächtig gegen die. Ist ja auch klar. Ja, komm. Dann kriegst du einfach eine Faust. Eine Faust. Tank Tank Tournament 2 runtergeladen? Alles klar, Junge. What the fuck? Naja, gut. Ich weiß nicht, warum das runterlädt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Habe ich mir das irgendwann mal gekauft auf der 360 und dann vergessen, komplett runterzuladen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber egal, wer in Tekken kommt, ich mache ihn platt, Alter. Mit Eddie. Nein, Spaß, nicht mit Eddie. Eddie ist für Pussies! Sag mal, das ist der falsche Weg hier, Alter. Das ist der falsche Wrong Way, man! Um es for my international people to say, wow! Ich dachte, das spielt voll ab, das Spiel. Das ist mega am Ruckeln, das Game. Ah, oh, da ist ja unser alter Kumpel Raza. Raza, es tut mir leid, aber unsere Freundschaft ist jetzt zu Ende. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm her. Nimmt der überhaupt Schaden durch meine Raketenwerfer? Hey, Raza. Wieso sagt er denn Rouser und erst Raza? Also wie Autobahnraser, Alter. What the fuck, Junge? Die Synchronstimme, was ist damit los, Junge? Was ist da los? Was ist da schiefgelaufen?
Wir müssen wahrscheinlich die Kohle wieder einsparen, weißt du? Für die Lizenz so viel Kohle rausgehauen, dann müssen wir einfach irgendeinen 0815 schicken. Ist ja fast so schlecht wie diese möchtegern YouTube-Synchronsprecher. Ich möchte keine Namen nennen, aber die sind alle scheiße. Komm, hau ab jetzt. Ja, wie er Schiss hat, wie er Schiss hat. Wo ist meine Rakete hingeflogen? Dann kriegst du halt eine Faust und bist weg. Er läuft, er siegt. Okay, Jensen, ich komme zu Ihnen. Renn, Forrest, renn! Kleiner! Jensen, was ist los? Sie sind im Anmarsch. Gehen Sie jetzt. Nein, das ist doch lachhaft. Ich komme zurück. Die ganze Höhle ist voll mit Stark. Jensen! Oh yes. Ja, wie gesagt, Freunde, wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, es liegt an euch. Auch an die Leute, die bei den ganzen Angezocks direkt geschrieben haben, machen ganz Let's Play. Man hat es gesehen bei Green Lantern. Erstes Video kam mega krass gut an, zweite sofort gar nicht mehr. Und darauf habe ich keine Lust, es liegt an euch. Wenn ihr Bock habt, zeigt es, wenn nicht, dann nicht. Ist auch cool. So, ich habe, wie gesagt, ich habe noch einige Spiele in der Hinterhand. Wie wirst du mit dem gar kein Ding. Ich füttere Barley und ziehe ihn an. Wir haben noch so viele Spiele zu zocken. Das ist die Stimme der Vernunft. Damit, Sir, bin wohl eher ich gemeint. Da hat er recht. Jarvis widerspricht man nicht, oder? Tony, dieser Betrieb produziert Waffen aus Familientradition. Es war mal. Traditionen ändern sich. Menschen ändern sich. Vielleicht ist die Zeit für eine neue Firma gekommen. Okay, Zeit zu gehen. Pepper, ich mache jetzt ein paar Feldversuche. Ich möchte nicht gestört werden. Willst du wirklich keine Waffen mehr verkaufen? Todernst. Natürlich müssen wir über die Grenze, wenn wir sie loswerden wollen. Aber hey, habe ich jemals Nein zu einer Margarita gesagt? Stain ist ziemlich sauer. Gut, schließlich bezahle ich ihn dafür, beunruhigt, beleidigt, besorgt und betreten zu sein. Bis dann. System zur Herzüberwachung operativ, Sir. Alle Systeme bereit. Fein, dann wollen wir mal sehen, was dieser Anzug so kann. Ah ja, jetzt ist ja erstmal der nicht lackierte Schwebeantrieb online. Oh, okay. Erfolgreich getestet und operativ, Sir. Hast du etwa jemals daran gezweifelt, Jarvis? Und jetzt? Tony! Was? Männer mit Pistolen draußen! Was für Männer? Wer? Ich weiß es nicht. Ich rufe jetzt die Polizei. Halt, warte! Tu das nicht! Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wie bitte? Geh in den Sitzungsraum. Bleib dort, bis du von mir hörst. Jarvis, Testprogramm beenden. Jetzt wird's ernst. Bestätigt. Jarvis, was ist hier los? Unbekannte Einheiten dringen in die Waffenfabrik ein, Sir. Aber nicht mehr lange. Wer sind diese Knaben? Diese Kennzeichnung kenne ich doch. Magier, das ist das Logo. Diese Typen sind meine Klienten. Pepper, hast du Magier in letzter Zeit irgendwie wütend gemacht? Wütend? Außer dem Vertrag über $1 Milliarde, den wir haben platzen lassen, fällt mir nichts ein. Hallo, schon vergessen. Keine Waffen mehr verkaufen. Ich, oh Mann. Mit Nein lassen sich die also nicht so ohne weiteres abspeisen. So also sehen schlechte Verlierer aus. Weitere feindliche Einheiten treffen ein, Sir. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, Sir? Feindliche Transporteinheiten treffen ein. Weitere Feindliche. Alter Junge, ey, ich krieg richtig Kopfschmerzen bei den Stimmen, Freunde. Ernsthaft jetzt. Die sind so scheiße schlecht, Alter. Das ist ja nicht mehr aushalten. Es tut mir leid, ohne Witz, aber. Die Stimmen sind echt das Schlechteste bisher. Noch Probleme hier oder was? Nee, alles klar, gut. Ja, ist, also ich habe Schlimmeres befürchtet, ehrlich gesagt, in Sachen Steuerung. Es geht eigentlich, es geht. Holy shit, Junge. Aber es ist natürlich nicht, also es ist natürlich nicht das Spiel, was man sich damals gewünscht hat von Iron Man. Das kann man auf jeden Fall auch mal sagen. Alter, wo sind sie denn, die Roten? Ich sehe sie doch. Auf dem Boden oder was?
Hä? Hier sind doch die roten Punkte. Wo sind sie denn jetzt? Weiterer Nachschub nähert sich. Ach, das sind die Raketen oder was? Alles klar. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, ja, obwohl, ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. Ah, vielleicht kürze ich das so ein bisschen raus wieder. Auf jeden Fall, das Tutorial, das Flugtutorial werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen rauskürzen. Damit ihr euch das nicht geben müsst komplett. Sondern hier die heftig geile Action seht. Junge, Junge. Boah, ich kann die ganze Zeit die scheiß Raketen aufnehmen, aber Alter, ich bin überfordert, Junge. So, jetzt noch das letzte Schiff hier weghauen. Alle feindlichen Tochterschiffe eliminiert. So. Weitere Verstärkung ausgeschlossen. Jawohl. So sieht's nämlich aus hier. Mein Gott. Haben wir es geschafft hier, oder was? Chips bei Hangar 3 geortet, Sir. Hey, haben die auch dafür bezahlt? Unbekannt, Sir. Es aktiviert Waffensysteme. Empfehle sofortige Maßnahmen. Verdammt, mein Baby. Und mit dem ist nicht zu spaßen. Oh, okay. Dann machen wir noch den letzten hier platt. Den Boss quasi. Boah, Alter, hab ich getroffen mit dem Beamstrahl? Ich weiß nicht. Komm schon. Hat er zwei Lebensleisten oder was? Aha. Opfer zu beklagen. Verflucht. Und das Ganze nur wegen der paar Waffen. Pepper, alles klar bei dir? Pepper, bist du okay? Pepper! Pepper! Puh, gut, Freunde. Das war's denn. Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen das Flugtutorial und so weiter rausschneiden, damit es nicht so langweilig ist für euch. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ihr wisst Bescheid, supporten ist auf jeden Fall angesagt. Support ist kein Mord, ist auch angesagt, Freunde. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit dem kleinen Einblick in Iron Man. Ja, das war's. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.